Erfahrung. Und wenn es ein Tumorverdacht da ist, dann können wir natürlich frühzeitig auch rangehen. Kompetenz. Gute Versorgung, freundliche Schwestern. Alles gut. Immer einsatzbereit. Und da kann praktisch jeder Patient, der Beschwerden hat, kommen ohne Überweisung. Und dann wird eben geklärt, ist es akut. Ein hohes Versorgungsniveau. Auch die Prostatakarzinome werden auch bei uns schlüssellochartig auch operiert. Hightech mit Freundlichkeit und Patientenkomfort verbinden. Und jetzt geht es nur darum, dass sie weiterhin so gesund bleiben und bei uns in Kontrolle bleiben. Das sind die Urologen des Asklepios Klinikum Uckermark. Montag, 8 Uhr im Asklepios Klinikum Uckermark. Die Ärzte der Klinik für Urologie bei der Visite. Annette Krakow hat ihre Operation bereits hinter sich. Ein nicht gerade kleiner Nierenstein wurde entfernt. Hinter ihr liegen schmerzhafte Jahre. Jetzt war der richtige Zeitpunkt. Jetzt war mal einmal keine Entzündung, weil war ja ständig alles entzündet. Und nun kam er raus. Aber ich würde es nicht jedem raten. So schön ist es doch nicht. Nierensteine sind Ablagerungen, die sich aus Bestandteilen des Urins bilden. Sie können in den Kanälen der Niere, im Nierenbecken oder in den ableitenden Harnwegen entstehen. Manche sind nur so klein wie Reiskörner, andere können das ganze Nierenbecken ausfüllen. Die Patientin hat eigentlich noch eine ganz gute Niere, deshalb haben wir entschieden, minimalinvasiv mit diesem, heißt das, eine Nierenbeckensteinentfernung aus der Flanke. So ein ganz kleines Löchlein geht bis mit einem kleinen, dünneren Instrument bis zum Nierenbecken und holt man den Stein. Man kann den Stein, wenn er größer wäre, hätten wir das mit Lasersotomat oder mit einem Lithotripter. Diesen Stein konnten wir aber auch so in Toto entfernen, damit wir auch mal schneller werden. Und die Patientin geht sehr gut. Nierensteine verursachen Schmerzen, starke Krämpfe an den Flanken, begleitet von Übelkeit und Erbrechen. Bei Annette Krakow wurde ein 3 cm großer Stein entfernt. Wow. Dass der so groß ist, ja, das wird immer gesagt, ne? 3 cm, aber nee, da. Ich habe jedenfalls einen neuen Begriff gelernt, in tuto, in Gänze. In tuto entfernt, in Gänze. Und das ist wohl sehr gut, denn sonst hätte ich noch mehr Beschwerden gehabt, wenn sie nicht ganz rausgekriegt oder was abgeht. Dann hast du ja kleine Steine, das ist ja noch schlimmer. Das habe ich schon gelernt bei Frau Kühnel. Annette Krakow kann heute ihre Sachen packen. Für sie geht es nach der Kontrolle nach Hause. Gerhard Hamann fühlt sich wieder fit. Schmerzen merkt er nicht mehr. Vor 10 Tagen lag er noch auf dem OP-Tisch. Ein Zufallsbefund zeigte einen Nierentumor. Keine Metastasen, keine Tochtergeschwülze sozusagen im Allgemeinen zu sagen. Und deswegen haben wir die Entscheidung dann getroffen, diese Niere mit dem Tumor zu entfernen, da der Tumor alleine zu entfernen von dieser Niere aufgrund der Sitz des Tumors nicht möglich ist. Und das haben wir typisch, also laparoskopisch gemacht, was sogenannte Schlüssellochtechnik. Der Tumor konnte komplett entfernt werden. Heute ist der Patient zur Nachsorge bei den Spezialisten der Urologie. Vorteil der Laparoskopie sieht man ja schon, was der Oberarzt schon berichtet hat, dass man zwei Arbeitsdruckhaare, also zwei noch nicht mal 1 Zentimeter lang, und hier, wo die Niere entfernt worden ist, sieht man einen ganz kleinen Schnitt. Davon profitiert auch der Patient, dass er schon nach 5 Tagen oder 6 Tagen schon fit drauf ist und schon entlassen ist. Ja. Bei Gerhard Hamann sieht alles gut aus. Eine weitere OP ist nicht geplant. Vor einer Woche war die Operation. Ich fühle mich zwar nicht wie neu geboren, aber wunderbar. Was dieser Patient bereits hinter sich hat, steht dem nächsten erst noch bevor. Helmut Gersonde kam mit Beschwerden beim Wasserlassen in die Urologie. Blut zeigte sich im Urin. Untersuchungen zeigen einen Tumor in der Blase, wahrscheinlich bösartig. Wir haben einen Blasenkrebs, der auch den Ostium auch mit befallen hat. Und wenn wir nichts machen, geht die Niere, linke Niere dann kaputt. Das wollen wir ja nicht. Und der Tumor, was auch blutet ist, müssen wir auch operieren. Gut. Gut.
Welche Technik wir dann machen, dann besprechen wir dann nach dem Computertomographen. Gut. Alles klar? Dankeschön. In der Klinik für Urologie wird die gesamte Bandbreite des urologischen Behandlungsspektrums abgedeckt. Die Abteilung steht für Erfahrung und Innovation. Bei uns werden ja alle Techniken durchgeführt. Transurethral resiziert elektrisch, auch mit Laser. Da wird auch die Prostata enukleiert und auch Laser favorisiert. Auch. Das haben wir auch angeboten. Bei der Nierensteinentwicklung, also der Nierensteinbehandlung, haben wir auch mal so, dass wir auch anbieten, nicht nur zur Extertrümmerung, der durch einen außer dem Körper, so ein Gerät heißt es, zur Trümmerung, also ISVL, sondern auch wir machen endoskopische Techniken, entweder flexiblen Urethroskop mit Laser zur Trümmerung der Steine oder von der Flanke werden die Steine auch entfernt. Ohne Probleme. Das ist nur ein ganz kleiner Löchlein von der Flanke zu sehen. Und die Patienten profitieren davon, weil sie auch schneller nach Hause gehen können. Chefarzt Dr. Sala Aldomaini ist Spezialist auf dem Gebiet der Laparoskopie und der großen onkologischen Chirurgie. Als Laparoskopie bezeichnet man die Untersuchung des Bauchraums von innen mit einem Spezialendoskop. Mit seinem Team legt er größten Wert darauf, Hightech mit Freundlichkeit und Patientenkomfort zu verbinden. In der urologischen Praxis im medizinischen Versorgungszentrum haben die Ärzte und Schwestern jede Menge zu tun. In der Ambulanz sind sie die ersten Ansprechpartner für die Patienten. In der nächsten Folge sehen Sie mehr von den Ärzten der Klinik für Urologie am Asklepios Klinikum Uckermark.